Nochmal meinen Glückwunsch, Commander. Danke. Wenn Sie wissen, was ich Ihretwegen durchgemacht habe. Ja, ich kann mir vorstellen, was hier unten los war. Reden Sie bloß nicht mehr davon. Wenn ich Telenose-Befehle geben könnte, dann würde ich Ihnen jetzt befehlen, keine Extratouren mehr. Ohne Extratouren würde ich wahrscheinlich lebenslänglich sitzen. Da haben Sie auch wieder recht. Haben Sie etwas dagegen, wenn ich Sie um den nächsten Tanz bitte? Aber nein, im Gegenteil. Mit dem größten Vergnügen. Ich dachte schon, Sie hätten was gegen mich. Ja, aber was soll ich denn gegen Sie haben? Ach so, Sie meinen, weil Sie dann doch recht behalten haben. Halten Sie mich denn für so ehrgeizig, hm? Sie scheint eher großen Eindruck zu machen. Ja. Ach so, es geht. Hast du eigentlich keine Angst, dass ich auch mal desertieren könnte? Sowas würdest du übers Herz bringen? Ohne mit der Wimper zu zucken. Dann müsste ich allerdings unserem Sicherheitsoffizier Meldung machen und der versteht in solchen Dingen, wie du weißt, gar keinen Spaß. Cliff, bist und bleibst ein Schuft. Sagen Sie, Professor, haben Telenose-Strahlen eigentlich Folgen? Ja, wenn man nicht zu lange ausgesetzt war. Und wenn nur kürzer, dann auch? Oh, das ist ganz unterschiedlich. Allerdings lassen diese Störungen sehr rasch nach. Ich habe das Gefühl, bei manchen fangen sie erst an, die Störungen.